Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Es ist wirklich eine große Ehre, heute hier den Influencer of the Year auszeichnen zu dürfen. Ja, ich kann nur sagen, dass wenn ich an Influencer oder Influencer höre, denke ich eigentlich nur an Instagram. Und da habe ich mich natürlich schlau gemacht und wollte mal wissen, wie viele Follower hat dieser Preisträger denn eigentlich? Und bei Instagram und Co. hat er tatsächlich 11 Millionen Menschen, die diesem Mann folgen. Verrückt, oder? Also ich finde es echt crazy. Ich denke, es ist eigentlich ein starkes Argument eigentlich, dass er diesen Preis bekommen sollte, aber er hat noch viel mehr zu bieten. Wie man in meiner Familie so schön sagen würde, er ist ein facettenreicher Stein. Er ist nämlich nicht nur Blogger und Influencer, sondern er ist Modedesigner seiner eigenen Modebrand. Er ist erfolgreicher Schauspieler, Sänger, Model und ich glaube, jetzt sollte man dann schon wissen, über wen ich spreche, nämlich über Mariano Di Vaio. Ein wirklich großer, ich glaube, da kann man mal einen Applaus geben. Mariano begann 2012 mit der Idee, auf seiner persönlichen Website ein privates Tagebuch zu führen über sein Leben, über seine Reisen, über die Leidenschaft zu Mode. Und dieses kleine Tagebuch, dieses private Tagebuch wurde wirklich in kürzester Zeit einer der gigantischsten Erfolgsstories. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil er auch so wahnsinnig sympathisch und authentisch ist. Ich finde es auch so süß, diese Story. Seine Oma hat ihn gefragt, was machst du denn eigentlich beruflich? Und er sagt nur dazu, ich helfe Menschen auf der ganzen Welt, ihren Style zu finden. Da kann ich sagen, ich kann ein paar vorbeischicken, auch aus meiner Familie. Das besprechen wir dann später. Ja, und neben seiner Karriere ist natürlich ganz wichtig, ist seine Familie. Er heiratete seine wunderschöne Frau Eleonora 2015. Sie haben gerade vor kurzem ihren dritten Sohn bekommen. Und die drei kann man immer in seinem Blog gut sehen. Und das ist natürlich super lustig, weil die leben wirklich den Papa-Style of Life. Wenn man ihn fragt, welches Kleidungsstück er wäre, sagt er, ich bin ein weißes italienisches T-Shirt. Und ich habe mir diese Fotos angesehen auf seinem Instagram und ich kann nur sagen, er sieht wirklich in allem fantastisch aus. Thank you so much. I just want to say one thing. Like 15 minutes before coming here, hello. I realized I forgot my shirt. My shirt and my bow tie. And I was like, okay, fine, whatever. I mean, fashion is freedom, right? So I came here, I was very relaxed. Then I started to hear the names, Kim Jones, Lewis Hamilton, Tony Kroos, Sharon Stone. I was like, oh, what a bad night to forget my bow tie. It was that bad. But, you know, being here and being able to bring home some story with this wall, it's a beautiful thing. It's my third GQ award, actually, and this year I got my third son. So I'm going to dedicate that to my wife, because without her, nothing of this would have been possible. So thank you so much, Ele. I love you so much. And thank you, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you. Actually, I got one thing in the place. I got the shoes full of Swarovski in front of Victoria Swarovski, so I got that right, at least. Mariano Di Vaio! Let me take the chance and ask you a question. Kiss me. No, not to kiss you, come on. I know that your wife is filming everything, yeah, exactly. So I wouldn't kiss you. But let's talk about fashion a little bit. Is there hope for everybody? What do you mean? Fashion-wise. Is it for everybody? Is anybody able to be one day a good dressed person? Of course it is. I mean, every kind of style, it's a good style. So, I mean, as long as you have confidence in it, I mean, you know, yes. I'm confident without the bow tie. So, it's, yeah, right? So confidence is the thing you teach. Yeah, definitely. Okay, so even if it's socks and sandals.
which we still have, but, no, I mean, but it's, not, cool, it's cool. Getting at home, less at home, and less. Front of the swimming pool. Wonderful, wonderful, perfect. You look great in everything. Thanks, this is what Victoria said. Have a great night. You brought your wonderful wife with you. Yes. Good evening, ciao. Is it filmed? Perfect. So, thank you very much. Ciao, Mariano. Ciao. Ciao.